Ich bin Karim Hussein, bin 31, hier im Thurgau aufgewachsen, halb Schweizer, halb Ägypter, Profisportler und Arzt. Die Wurzeln spüre ich, wenn ich jeweils im anderen Land bin. Also wenn ich in Ägypten bin, dann vermisse ich oft das Schweizerische und spüre eher den Schweizer in mir. Und wenn ich in der Schweiz bin, dann spüre ich oft das Ägyptische und vermisse manchmal auch ein bisschen das Ägyptische, wie es halt ist, dass man oft das sieht, was man nicht hat. Oder das schätzt, was man hat, wenn man an einem anderen Ort ist. Das Schweizerische ist sicher das Organisierte, das Strukturierte, das Geregelte, so das Sicherheitsdenken. Und das ist in Ägypten, in wie soll ich sagen, eher chaotischeren Land. Oder jetzt gerade in Kairo, ich bin in Kairo gewesen, wo gerade auf der Straße sehr viel Chaos ist. Das komplette Gegenteil wie in der Schweiz. Und in der Schweiz, wenn ich auf der Straße bin, wo alles sehr geregelt ist, dann bin ich eher unruhig, als wenn ich in Ägypten im Stau bin, wo eigentlich das grösste Chaos ist. Dort bin ich völlig relaxed. Also ich habe einen näheren Bezug zu der Familie in Ägypten. Es ist auch etwas, das extrem gepflegt wird. Aus der Religion, aus der Tradition, aus der Kultur heraus. Darum, wenn ich in Kairo bin, dann verbringe ich sehr viel Zeit nur schon mit Verwandten besuchen. Das ist sicher ein Unterschied zu der Schweiz. Sicher nicht von der Wertvorstellung. Dort ist das Familiäre sicher auch extrem wichtig. Aber ich glaube, es wird ein bisschen weniger gepflegt. Im Sinne von, ich sehe meine Familie hier zweimal im Jahr. Das ist zu Weihnachten immer. Und dann, wenn es sonst ein Anlass ist, irgendwie ein runder Geburtstag oder eine Hochzeit. Als Schweizer Sportler, also ich habe wirklich durchs Band nur schöne Erfahrungen gehabt. Begegnungen mit Leuten, die es cool finden, was ich mache, die es wertschätzen, was ich mache. Was aber schon ist, dass du in der Schweiz eher mal hörst, wenn jemand einen ausländischen Anteil hat, dass es dann eher so ein bisschen auf das reduziert wird, auf den ausländischen Anteil. So klein wie der auch ist, was ich irgendwo durch schade finde. Und wenn du in Ägypten, auch wenn du nur 1% ägyptisches Blut in dir hast, dann wird jeder Ägypter stolz sein auf dich und nur von dem 1% ägyptischen Blut reden und den restlichen Anteil weglassen. Man fokussiert sich dort eher auf, ja, sagen wir mal, auf das Positive, als auf das, was man nicht hat. Mein Vater ist mit, ich glaube, um die 30 in die Schweiz gekommen. Ja, die Geschichte hat er mir schon ein paar Mal erzählt, aber ich vergesse es immer oder ich vertrülle es immer. Er hat irgendwie wegen dem Sport gekommen oder wegen medizinischen, also er war Physiotherapeut und hat dann hier angefangen zu arbeiten. Und hat dann irgendwann meine Mutter kennengelernt in der Schweiz und ist dann hier geblieben. Ja, hat sich dann aufgearbeitet, hat eine Praxis jetzt. Und ja. Bei uns haben wir beide Kulturen kennengelernt. Wir sagen aus den Traditionen und aus dem Glauben heraus. Also ich bin muslimisch erzogen und habe in dem Sinn ja, das Religiöse mitbekommen mit dem Ramadan, mit dem Beten. Und habe so das Kulturelle von Ägypten einfach mitbekommen, wenn ich in Ägypten war. Das Schweizerische habe ich in dem Sinn ja, von meiner Mutter, von der Familie von meiner Mutter kennengelernt. Ich glaube, ich würde es eher so ein bisschen auf die religiösen Aspekte beziehen, mit eben Weihnachten, dass man das zusammen feiert. Mit diesen gewissen Werten, die für mich aber die gleichen sind, zwischen den beiden Religionen. Also haben wir noch nie jemanden den Unterschied erklären zwischen christlichen Werten und muslimischen oder jüdischen Werten. Also sind ja die gleichen. Ich bin normal in der Schule, meine Kollegen waren mehrheitlich Schweizer. Früher war ich eher einer der wenigen Ausländer. Ich weiß nicht, wie das heute ist in der Schule. Ich habe oft gesagt, früher war es noch cool, anders zu heissen. Oder ja, Hussein war vielleicht immer etwas speziell. Aber da hat man durchs Band gesagt, wow, du bist noch halb Ägypter. Mega cool. Und ich finde es auch weiterhin mega schön. Also ich habe es nie empfunden, dass ich jetzt mit dem Namen irgendwelche Hürden oder so hatte. Ich weiß aber auch nicht, wie es ist. Ich habe studiert, ich habe Matur gemacht. Das heisst, ich habe mich nie gross irgendwo bewerben oder so. Ich weiß nicht, wie es dort wäre, aber ich hätte mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass dort ein grosses Problem war. Also es sind sicher mal irgendwelche Sprüche gefallen oder Bemerkungen oder ich bin irgendwo angekommen und dann habe ich gemerkt, irgendwie, oh ja, du hast ein bisschen anders angeschaut, aber es ist ja normal. Ich verstehe es irgendwo durch oder ich kann es nachvollziehen, dass gewisse Schweizer, die ja, nach gewissen Traditionen aufgezogen worden sind, dass man sich mit irgendetwas identifizieren will. Und wenn noch etwas anderes daherkommt, dass man dann ein bisschen passiv ist oder ein bisschen vorsichtig dem gegenüber ist. Die Frage ist, wie du nachher dann damit umgehst. Wenn jetzt jemand einen Witz macht über mich als Ägypter oder Araber, sieht es eigentlich mehr über mich aus, wenn ich das nachher aufgreife und emotional mich damit beschäftige, als wenn ich es nicht mache. Und ich glaube, am besten ist, wenn du das ganze Integrationsthematik gar nicht gross aufbaust, als einer, der betroffen ist, sondern einfach zeigt, wie man ist und wie man lebt. Das ist immer das Beste. Also ich glaube, die ganze Thematik geht nicht um
Integration, sondern um Identifikation. Wenn ich jetzt mich als Hussein irgendwo integriere, dann bin ich am Schluss immer noch der Hussein. Darum, ich bin oft gefragt worden, oder es hat dann manchmal irgendwie so Anfragen gegeben von so Vereinen, die Integration und so fördern wollen. Und ich habe mich nie mit dem irgendwie identifizieren, dass ich jetzt da muss, als Beispiel vorangehen, der gut integriert ist. Ich will es gar nicht zu einem Thema machen. Wenn du mich so fragst, was ist generell meine Kindheitserinnerung, dann ist es einfach wirklich da als Bub aufwachsen und wirklich Bub können sein. Wir sind so die erste Generation, die das Handy aufgekommen ist. Wir sind mega oft draußen. Ich habe mega viel Sport gemacht. Ich habe alle Freiheiten gehabt. Wir sind sehr oft im Wald. Ich habe Fußball gespielt im Verein. Und es ist wirklich einfach die Zeit, die unbeschwerte Zeit mit meinen Kollegen, wo wir einfach jeden Nachmittag genossen haben und raus sind und etwas erlebt haben. Also ich bin sehr stolz auf das, was ich bis jetzt erreicht habe. Und zwar das, was ich wollte. Das ist Medizin studieren. Und ich wollte Leistungssportler werden. Und es haben mir viele gesagt, es geht nicht beides. Und ich habe da geglaubt und ich habe einen Weg gefunden. Und ich habe es einfach gemacht. Verbunden mit dem bin ich sehr stolz, Schweizer zu sein, wo ich die Möglichkeit habe, dieser Ausbildung nachzugehen, wo ich will. Ich war immer der Athlet im Fußball. Also ich war immer der Filigran, der Läufer. Ich war auf einer Außenposition und habe dann einfach entschieden, okay, im Sommer will ich anfangen zu studieren. Teamsport wird schwierig, weil ich mich an Regeln halten vom Team, an Zeiten halten vom Team. Und ich wollte flexibel bleiben. Und darum habe ich gesagt, okay, ich suche mal einen Einzelsport. Und dann ist es gut gegangen. Ich habe irgendwie mal 4 Hürden gemacht bei der Schweizer Meisterschaft und bin Zweiter geworden. Dann habe ich gewusst, okay, es macht Sinn, ich kann mich voll damit identifizieren, es ist meine Sportart, es ist meine Disziplin. Ich habe es einfach gemacht. Inspiriert haben mich viele Leute, angefangen sicher mit meinem Vater. Er ist aus armen Verhältnis in Ägypten in die Schweiz gekommen und hat sich sehr vieles selber aufbauen müssen. Er hat sich einen Namen gemacht, er ist jetzt ein Osteopath. Er war Volleyballprofi, also er ist wirklich die Person, die weiss, was es heisst, Sportler zu sein und Ausbildung oder einfach mehrere Sachen vereinen und gleich müssen performen. Etwas, was mein Vater immer gesagt hat, ist, wenn du etwas machst, dann mach es richtig und sonst los. Und diesen Satz den nehme ich mit überall und so funktioniere ich. Und das ist für mich etwas, wo ich authentisch kann, dahinter stehen kann. Wenn ich etwas mache und etwas will machen, dann mach es richtig und sonst lasse ich es.